Hallo, liebe Bastelfreunde. Bei One2Do gab es den Wettbewerb zum Thema Zeit. Und das ist meine Interpretation dazu. Und wie ich das gebaut habe, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Für dieses Schild oder für diesen Aufsteller, wie man das auch immer nennen möchte, habe ich mir in CorelDRAW schon mal die Vorlage gebaut. Zum einen die Schrift, die habe ich mir gedacht, säge ich hier aus so einem Stückchen Kiefern-Leimholz, was ich mal auf dünn gehobelt habe. Das habe ich mir schon hier vorbereitet oder hier zurechtgelegt, das hatte ich noch im Bestand. Dann die Erdkugel selbst, wo die Sanduhr dann drin läuft. Das mache ich aus Sperrholz, also einmal 6 mm Sperrholz, die Rückenplatte aus 4 mm Sperrholz und hier die Abdeckung für die Sanduhr. Da habe ich hier einfach ein Stück Kunststoff, das ist ein Stück von der CD-Hülle. Ja, dann schneide ich jetzt hier mal die einzelnen Vorlagenteile auf und bringe die auf die entsprechenden Materialien auf und dann geht's ans Sägen. Die wesentlichen Teile sind jetzt gesägt, also einmal die Schrift, der Spruch, die Erdkugel oder ja, die Erdscheibe, die Erde ist doch eine Scheibe und ja, hier die Abdeckung für die Sanduhr. Was ist aber ganz entscheidend für eine Sanduhr? Genau, Sand. Jetzt hätte ich den Sand aber ganz gerne blau. Blauen Sand habe ich nicht, also färbe ich mir erstmal den Sand ein. Das geht ganz einfach mit Acrylfarbe und wie das geht, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, jetzt ist der gefärbte Sand soweit trocken. Man kann einfach warten, bis er getrocknet ist. Das dauert dann nur eine Weile. Aber man kann es einfach zum Beispiel, wie ich jetzt gemacht habe, in der Mikrowelle, ein paar Minuten in der Mikrowelle abkühlen lassen. Und dann ist er auch schon wieder schön trocken und bröselig. Der ist jetzt aber natürlich noch klumpig. Und so kann der natürlich noch nicht durch die Sanduhr laufen. Deswegen siebe ich mir den erst noch ein bisschen durch. Thank you.
könnte jetzt hergehen, den Sand hier einfüllen, Deckel drauf und läuft. Aber läuft wahrscheinlich nicht. Ich habe hier den Schlitz sehr eng gesägt, um einfach noch ein bisschen Spielraum zu haben, um jetzt auszuprobieren, wie breit der Schlitz oder wie breit der Durchgang hier jetzt genau sein muss, damit der Sand so ungefähr in der Geschwindigkeit läuft, wie ich mir das vorstelle. Deswegen, ich fülle jetzt zwar den Sand ein, und setze den Deckel drauf. Aber ich zwinge das jetzt einfach mal so zusammen mit ein paar Klemmen und guck, wie das funktioniert. Ja, wie erwartet, läuft da noch nicht allzu viel. Das heißt, mit ein bisschen Schmirgelpapier muss ich erstmal gucken, dass ich den Schlitz ein bisschen breiter mache. Ja, jetzt läuft der Sand durch. Ein bisschen schneller, als ich gedacht habe, aber irgendwie scheint es eine Gratwanderung zu sein. Hängt vielleicht auch mit dem Sand zusammen. Von läuft so gut wie gar nicht und ein bisschen mehr und es läuft relativ schnell. Habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Habt ihr selbst schon mal eine Sanduhr gebaut? Gibt es irgendwelche Tipps? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Aber jetzt klebe ich jetzt erstmal diese zwei Scheiben hier zusammen. Also einmal den Globus hier selbst und die Trägerplatte und ja, im Anschluss kommt dann Sand rein und die Deckplatte drauf. Jetzt weichen meine Euphorie ein bisschen zu schnell. Den Teilen wollte ich auch noch ein bisschen Farbe geben. Also hier die Erdkugel oder die Erdscheibe, die sollte, wie später dann die Buchstaben auch, in diesem Teakton gestaltet werden. Den Hintergrund von der Erdscheibe, da habe ich so einen helleren Holzton, das nennt sich Buche. Ja. Und ja, die Hintergrundtafel, die muss ich nachher noch machen, die soll dann in so einem Pinienton ja, gehalten werden. Mal gucken, ob das am Ende dann gut aussieht. Ich hoffe es mal, weil zu ändern ist es dann später sowieso nicht mehr. Ja, zum Einfärben des Holzes nehme ich hier meine Holzbeizen wieder her. Ja, die Buchstaben hier, dieser ausgesägte Spruch, der soll ja auch noch ein bisschen Farbe bekommen. Jetzt muss aber die Erdscheibe erst ein bisschen trocknen und in der Zeit kann ich erstmal die Buchstaben hier noch ein bisschen schleifen, damit die noch ein bisschen besser aussehen und dann bekommen die auch ihre Farbe. Ja, so ähnlich soll das dann ungefähr aussehen. Hier links der Spruch und hier rechts angeordnet dann die Weltscheibe mit der Sanduhr. Jetzt will ich aber zum einen dieses Trägerbrett nicht ganz so dick haben, das wäre mir zu globig, und zum anderen nicht einfach rechteckig ausschneiden, sondern ich will das so ein bisschen geschwungen haben. Und ja, zeichne ich jetzt einfach hier so einen Bogen drumherum. Ich denke mal, so ungefähr könnte das aussehen. Und ja, das schneide ich mir jetzt aus und hobel das Brett ein bisschen dünner.
Die Grundplatte, die habe ich jetzt soweit. Und jetzt geht es dran, den Spruch und die Erdscheibe hier drauf zu montieren. Die Erdscheibe, wegen der Sanduhr, die soll ja drehbar gelagert sein. Deswegen habe ich mir schon mal einen Holzdübel rausgesucht. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Holzdübel hier hinten drauf montiere. Gut, natürlich muss hier irgendwo ein Loch rein, damit das auch funktioniert. Und von hinten kann man es dann drehen oder vielleicht von vorne drehen. Ich weiß noch nicht genau. Irgendwie wird es drehbar sein. Das ist nun mein Beitrag zum Thema Zeit. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.